Jo, Freunde, und damit herzlich willkommen zu dem Spiel Bed Wars. Zum ersten Teil hier Bed Wars bei mir auf dem Kanal. Und zwar geht es eigentlich jetzt schon direkt los. Geht es jetzt schon direkt los? Ich bin mir gerade unendlich sicher. Na? Ja, es geht glaube ich schon direkt los. Und zwar, diejenigen, die das Spiel Bed Wars jetzt noch nicht gerade so kennen. Die, oder für die kann ich sagen, das Spielprinzip ist so ähnlich wie bei Rush. Man muss hier aber nur sein Bett verteidigen. Genau, das ist glaube ich hier oben. Ich muss mal kurz gucken. Das ist gerade. Genau, das muss man verteidigen. Genau so ist es. Sprich, das Bett darf nicht zerstört werden. Und. Alter, kommst du wieder runter? Jetzt kommen wir wieder runter. Und das Spielprinzip ist das gleiche wie bei Rush. Man baut sich hier nach und nach mit den Blöcken, versucht man sich nach oben zu bauen. Spitzhacke, was brauchen wir denn eigentlich? Mal eine Rüstung wäre nicht schlecht, ne? Guck mal, können wir uns den ersten kleinen Lederhelm holen. Dann können wir. Brauchen wir schon weiter neue Blöcke. Neue Sachen für uns brauchen wir. So, Eisen holen wir uns erstmal. Und dann können wir uns nach und nach immer mehr Sachen holen. Und dann später dann die gegnerische Mannschaft oder die gegnerischen Teams angreifen. Das sind nämlich immer jeweils vier Teams mit vier Leuten. So, ich guck mal, was kann ich mir denn dafür jetzt holen? Kistenschwerter, dafür brauchen wir einen Eisenblock. Das heißt, wir setzen schon mal einen Eisenblock da rein, haben wir schon mal ein Schwert. Dann brauchen wir als nächstes natürlich die Blöcke. Das ganz Wichtige, wenn wir schon mal rüberbauen können, ich weiß gar nicht. Die bauen sich schon mal darüber. Okay, das heißt, wir können jetzt mal hier schon mal langsam anfangen, uns hier rüber zu bauen. Was rüberbauen betrifft, bin ich eigentlich immer komplett schlecht, muss ich ehrlich mal so zugeben. Weil das nämlich immer mit runterfallen verbunden ist, bei mir jedenfalls. Okay, dann bauen wir uns langsam mal hoch. Zack. Zack, dann bauen wir uns hier so ein Treppchen. Am besten natürlich ist sowas natürlich, wenn man das mit anderen Leuten zusammenspielen kann, mit denen man irgendwie über Skype oder so am Telen ist. Das ist natürlich, oder am Telen, am Telefonieren ist ein bisschen einfacher, glaube ich. Oh, hier liegen ganz viele Sachen. Oh, ganz viele Sachen. Steinblöcke. Nee. Bronzeblöcke sind das. Bronzeblöcke. Keine Steinblöcke, sondern Bronzeblöcke. Also da sind schon Ton, ich weiß gar nicht, ist da schon was drin? Nee. Eisen. Ach, habe ich gerade noch ein Eisen bekommen. Okay, gut. Ich brauche weitere Steinchen. Das heißt, wir machen Blöcke und machen uns Steine. Gut. Okay, ich glaube, die machen das auch ganz gewitzt. Die bauen sich auch so rüber und wir bauen uns auch so ein bisschen rüber. Ich glaube, wir können uns eigentlich auch schon gleich direkt rüberbauen, weil wir, glaube ich, schon hoch genug sind. Ah! Von wo schießt er? Von. Achso, das ist die Treppe. Oh, ich habe mich erschrocken. Ich dachte, ich fahre jetzt runter. Okay, der schießt von da vorne. Das heißt, wir brauchen jetzt. Essen wäre natürlich nicht schlecht. Und Pfeil und Bogen wäre nicht schlecht. Also, wir haben hier Essen. Was wollen wir für Essen haben? Für Essen wollen sie die gleichen Blöcke haben. Okay, dann machen wir das so. Dann holen wir uns was zu essen. Sprich, ein Abel. Erstmal den brauchen wir erstmal unbedingt, damit wir da regenerieren können. Und dann habe ich gerade gesehen, einen Bogen. Was wollen die für einen Bogen haben? Oh, 3 Gold. Nutze Tränke, um dir Vorteile zu verschaffen. Spezial nette Sachen, die man sicher mal brauchen kann. Rüstung. Haben wir nur einen Helm als Rüstung? Okay, das sind die gleichen Schwerter. 3 Gold braucht man dafür. Wäre natürlich schön, wenn mal Gold kommen würde. Könnte ich ganz gut gebrauchen. Gold, Gold, Gold. Okay, wir haben auf jeden Fall gleich wieder volles Leben. Erstmal, das ist schon mal ganz praktisch. Ist hier Gold drin? Nee. Leider nicht. Ich pack mal mein Eisen da jetzt einfach auch mal mit hier rein. Falls das mal irgendwann brauchen. Ich werde nicht unbedingt die ganze Zeit drauf sitzen. Da kommt noch mehr Eisen. Ich habe ein Gold. Ich habe ein Gold. Ich kann mir einen Bogen holen. Hahaha. Nee, die wollen 3 Gold dafür haben, ne? Das heißt, das reicht mir gar nicht. Ich brauche noch mehr Gold. Oh, das Bett von Team Grün wurde schon zerstört. Ich bin Team Blau, das heißt. Okay, Team Grün wurde zerstört. Wir müssen uns irgendwie so eine Barrikade hier aufbauen. Das mache ich jetzt einfach mal irgendwie. Ich baue jetzt hier einfach mal ein bisschen was rundherum auf. Damit die nicht so schnell herkommen. Wenn die nämlich demnächst unterwegs sind. Baue ich mir hier schon so eine kleine Schutzmauer auf. Hauptsache, wir kommen da so lange da lang.
Nee, da sollte er nicht hin. Schon falsch gesetzt. Egal, macht nichts, mach ich gleich wieder weg. Okay, okay, den müssen wir wegmachen. Nee, den müssen wir wegmachen, gut. Okay, wir haben schon zweimal Gold, das heißt, wir brauchen nur noch ein einziges Gold. Dann können wir uns einen Bogen machen, dann sind wir schon natürlich ein bisschen besser ausgerüstet als nur mit einem Schwert. Okay, dann machen wir uns noch ein paar Blöckchen. So, und dann haben wir es dann hier drin, da ist nichts drin. Bitte noch ein Gold, bitte noch ein Gold, bitte noch ein Gold. Den packe ich mal mit da rein. Das Gold möchte ich jetzt ein bisschen behalten, lieber, weil... Okay, wir haben drei Gold. Wir holen uns einen Bogen. Wir holen uns einen Bogen. Wir holen uns einen Bogen. Okay, alles andere werde ich jetzt wegpacken, weil wenn ich sterbe, dann ist das nicht ganz so dramatisch. Ich nehme nur die 64 Blöcke, kann ich noch mitnehmen. Ich muss gucken, ob die gerade nicht da sind. Wenn die nämlich gerade in der Nähe sind, ist es doof. Egal, ich mache es einfach mal. Ich wage mich einfach mal hier rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Team Grün ist. Aber... Ach, ich habe gar keine Pfeile. Ach, scheiße, wieso habe ich keine... Ach, ich brauche noch Pfeile. Ich Idiot. Okay. Ich bin schon weg. Gott, oh Gott. Alter, von wo kommen die Pfeile hier? Du bist kein Gegner. Nee, nee. Ich wollte nur eine Runde sicher gehen. Ich wollte nichts machen. Ich wollte nur sicher gehen, dass er kein Gegner ist. Okay, dann holen wir uns noch ein bisschen was von dem. Ich weiß nicht, ob es irgendwo Gold in der Nähe ist. Gold, Gold, Gold. Da ist ein Gold. Holen wir uns das Eisen noch. Eieiei. Eieiei. Geht schon ein neuer Stack los. So, da ist nochmal Eisen drin gewesen. Hier war noch was anderes drin. Kommt da noch ein Gold? Ich möchte nochmal Gold haben. Ich möchte es nochmal probieren. Aber das war jetzt voll die blöde Sache mit dem Bogen. Das ist voll kacke gelaufen. Okay, zwei Gold, drei Gold. Dann holen wir uns einen Bogen. Ach, ich glaube, ich kann da hier noch wechseln, ne? Ein Gold, ein Pfeil. Das ist auch mies berechnet. Das heißt, ich bräuchte nochmal ein Gold für einen einzigen Pfeil. Okay, da wäre jetzt gerade ein Gold gewesen. Macht nichts, egal. So, ich tue die ganzen Sachen mal da rein. Die brauche ich nämlich nicht. Ich brauche jetzt ein Gold. Alter, da ist ein Gold. Oder? Nee. Ich brauche noch Gold. Okay, wir brauchen wirklich ein Gold für einen einzigen Pfeil. Das ist natürlich wirklich mies berechnet. Was machen wir denn da jetzt? Ich kann da, glaube ich, auch Schwert. Bei drei Eisen kriegt man ein Eisenschwert. Ja, das machen wir doch mal eben hier. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich den auch wechseln kann. So, dann machen wir mal... Ach, drei Gold brauche ich dafür. Goldschwert Level 2. Okay, machen wir das auch einmal. Was war das? Das ist Goldschwert Level 1. Machen wir mal Goldschwert Level 2. Und wenn wir nochmal Glück haben und drei Gold bekommen, dann können wir uns auch noch ein Eisenschwert machen. Okay, so müssen wir das Ganze bedenken. Jetzt können wir natürlich auch mit der Rüstung, ist logisch, ne? Jetzt wird das Ganze natürlich erst klaro. Ein Höschen. Eine Stiefelsache und ein... Kettenbrustbauch Eisen. Okay, dann... Hä? Drei Eisen. Dann machen wir das mal so, zack. Dann kriegen wir den da... Den muss dann da rein. Dann müssen wir hier das so machen. Kettenbrust Level 2, krieg 3. Zack. Und ich wunderte mich eben schon. Es kam für mich alles ein bisschen komisch rüber. Nee, jetzt ist ja logisch. Achso, wir brauchen nochmal einen Helm. Den haben sie mir ja auch... geschmuggelt. Zack. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen eingepackt. Das heißt, wir können uns den Rest eigentlich hier wegpacken. Den brauchen wir alles nicht. Brauchen wir nicht. Level 1 brauchen wir nicht. Und wir brauchen ein Gold haben wir. Das heißt, wir können uns noch einen Pfeil holen. Ich habe gerade überhaupt nicht aufgepasst. Tut mir leid, Freunde.
Was ist das natürlich hier für ein Kack, ne? Haben die das alles mit Spinnennetzen kaputt abgeriegelt? Ey, das ist ja auch fies. Ich muss weg. Kein Leben sonst. Okay, wenn er jetzt hier hochkommt. Die Frage ist, kommt er jetzt überhaupt so weit? Natürlich nicht, ne? Okay, ich habe ihn erwischt, aber er hat mich auch erwischt. Alter, hat er einen Schuss drauf gehabt. War wahrscheinlich ein verschwendeter Pfeil, aber was soll's. Okay, du bist weg. Na? Alter. Ich muss doch nur hier hoch. Wo ist denn dein scheiß Bett? Wo geht's denn hier rauf? Och, Alter, ich sehe nicht, wo es da rauf geht. Ich bin zu doof. Ey, ich weiß nicht, wo es rauf geht. Kacke, Mann. Ich weiß nicht, wo es bei dem aufgeht. Ich habe das nicht gesehen gehabt. Das Bett von Team Gelb ist auch zerstört. Okay. Ach, da ist eine richtig scheiß Falle gebaut. Richtig doof. So ein Schwein. Oh, das ist ja ätzend, dass der jetzt hier so steht, ne? Richtig ätzend. Brauche ich mich gar nicht ranwagen, weil das ist das gleiche Fehler wie eben. Da wird er sowieso wieder rankommen. Ist hier jemand rein? Ist jemand eingedrungen gewesen, ne? Alter, haben wir Feuer gelegt. Wie sieht es eigentlich oben mit dem Bett aus? Ist da soweit alles okay oder brauchen wir hier irgendwie... Ach, das ist ja mehr als verbarrikadiert. Das ist einfach mehr als verbarrikadiert. Das wird natürlich ein bisschen dauern, bis sie da hochkommen. Okay, also haben wir das nicht ganz gut gemeistert. Ich brauche schon wieder fressen, Alter. Ich bin heute verfressen wie nichts Gutes. Ich habe gerade das Gefühl, das wird sich hier Ewigkeiten in Länge ziehen. Oh Mist. Scheiße, wir gerade mega das Problem. Wir sind hier bei uns eingedrungen jetzt. Jetzt sind wir gerade mega das Problem. Shit, ich brauche Sachen. Egal was, ich brauche unbedingt Sachen. Okay, Lederhelm. Dann Lederhöschen, Lederschuhe, das andere Ding hier, Eisen. Guck mal, Homo ist auch das Stärkste. Haben wir ja eh alles übrig hier. Ziehen wir uns wieder an. Und jetzt brauchen wir noch... Alter. Wie viel Eisen haben wir jetzt schon wieder im Inventar? Wir haben schon ordentlich Inventar hier. Ach ja, ein gutes Schwert brauchen wir noch. Ach, 3 Gold. Ja, komm hier. 3 Gold machen wir hin. Kriegen wir hin. Zack, Eisenschwert. Alles andere brauchen wir jetzt hier gerade nicht. Hast du dir wohl gedacht, ne? Dass du dicht daran kommst. Ein Schwein. Alter. Gibt's ja gar nicht. Einen Schaden machen die Mistdinger auch. Gibt's gar nicht. Alter. So ein Scheiß. Mist. Ich muss hier weg. Einfach mal irgendwo das Bett klauen gehen. Auch wenn es nichts bringt. Nein. Sie haben uns umstellt. Scheibenkleister. Ich hoffe, die müsste oben die richtigen haben verbarrikadiert und nicht irgendwie... Oh. Nee, ich glaube, die sind da oben reingekommen. Ach, shit. Aber bis sie da oben durch sind, das dauert Ewigkeiten. Ich brauche neue Sachen. Ich brauche ein neues Schwert. Und zwar jetzt brauche ich unbedingt... Aha. Na. Das war's. Die haben das Bett... Hatten die das Bett schon zerstört gehabt? Alter, das ging flott. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen hier bei der ersten Folge von
Bed Wars. Ich glaube, wir haben richtig lange überlebt. Ich glaube, ich habe locker eine halbe Stunde jetzt aufgenommen, weiß ich gar nicht. Und wir waren jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, Zweiter geworden. Ich glaube, die anderen beiden waren schon vorher tot. Die haben uns jetzt getötet gehabt und dadurch war das Spiel jetzt vorbei. Ich glaube, wir sind dann also dann Zweiter geworden. Ja gut, ist schon mal von Anfang nicht schlecht, ne? Nicht gut, aber immerhin etwas. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.